Hier sind wir willkommen, in den Niederlanden. Die Firma Van Houten produziert jährlich 42.000 Tonnen Hygienepapier und zählt damit zu den kleineren Herstellern in Europa. Der Familienbetrieb gehört zu den Recycling-Pionieren. Schon vor 40 Jahren stellte man auf gebrauchte Fasern um und erntete dafür erstmal Hohn und Spott. Wir glauben, dass man Hygienepapier nicht aus frischer Faser herstellen kann, weil man verwendet das 2-3 Sekunden. Man wirft es ja immer weg. Und das ist ja von allen Papierarten, die es gibt, soll eigentlich Hygienepapier immer aus Recyclingfaser verwendet werden. Das sind Etiketten von Flaschen. Jedes einzelne ist unbedeutend klein, aber in der Masse ergeben sie wertvollen Rohstoff. Van Houten geht ungewöhnliche Wege und sammelt Aufdrucke, die beim Waschen von Pfandflaschen anfallen. Hier ist nichts zu unbedeutend, um als Rohstoff zu dienen. Am Ende wird aus all dem Altpapier wieder neues Papier. Das Resultat ist schneeweiß. Aber das reicht dem Hersteller offenbar noch nicht. Es muss auch ein neues Image her. Satino Black nennen sie es. Schwarzes Satino. Black, weil das Papier anders wie anders ist. Wir wollen nicht ein typisch grünes Produkt noch einmal präsentieren an unsere Kunden, weil es gibt schon so viele grüne Produkte und die haben auch ein bisschen so die Idee von grün, das ist immer schlechter, ist grauer, ist härter. Flaschenetiketten allein reichen allerdings nicht. Es braucht auch gemischtes Altpapier. Vor allem aus Druckereiresten oder vernichteten Akten. Bei der Herstellung von Recyclingpapier werden nicht nur die Bäume geschont. Auch der Energiebedarf ist wesentlich geringer als bei der Papierherstellung aus frischem Zellstoff. Bei Van Houten wird extrem wenig Wasser verbraucht, um ein Kilo neues Papier zu produzieren. Gerade mal 1 Liter. Andere Firmen brauchen dafür bis zu 15 Liter. Dabei ist die Reinigung des alten Papiers besonders aufwendig. Die Druckfarben müssen von den Fasern getrennt und ausgewaschen werden, so umweltverträglich wie möglich. Wenn man arbeitet mit Altpapier, ist das natürlich gut. Aber das heißt immer noch, dass man eine ganze Menge Chemie verwendet, die nicht so gut ist. Wir haben zum Beispiel für unsere Handtücher haben wir erfahren, dass wir ein bestimmtes Produkt verwenden. Und das ist das Gleiche für die meiste Papierindustrie, um Nassstärke an Papier und Handtücher zu geben. Und das Produkt ist eigentlich gar nicht so gesund, wenn man das in größere Menge verwendet. Und das wird verwendet in Kaffeefilter, in Teebeutel. Und das haben wir auch verwendet in unsere Papierhandtücher. Die ganze Chemie haben wir jetzt verändert in biologische Chemie, die also unschädlich ist für Mensch und Umwelt. Keine schädlichen Stoffe bei der Produktion einsetzen und kein CO2, kein Treibhausgas freisetzen. Das scheint ein Schritt in die richtige Richtung zu sein. Van Houten kann sich offenbar am Markt behaupten. Das Papier ist kein teures Luxusprodukt, sondern ganz normale Massenware. Und nur mit geübtem Blick lässt sich erkennen, dass es sich hier um Recycling handelt. Zum Beispiel an winzigen Resten alter Druckerschwärze. Am Recyclingpapier haftet noch immer das Image vom derben Schmirgelstreifen. Ja, man hat die Gedanke, dass Frischfaser weicher ist. Man hat auch so die Gedanke, und das ist ein bisschen typisch in unserer Industrie, es darf keine Schmutzpunkte geben in Toilettenpapier. Und das sieht man bei vielen Produkten. Es muss so perfekt sein. Aber wenn man sich natürlich mal nachdenkt, wo verwendet man ja Klopapier für, nicht? Ja,
ich glaube, dass es ja nicht so wirklich so schrecklich ist, wenn es einige kleine Schmutzpunkte gibt. Mhm. Aber das ist ein bisschen Einstellung von unserer Industrie und Handel auch, die ja das perfekte Toilettenrollchen haben wollen.